Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einer ganz besonderen Mod-Vorstellung von der Two Rivers Director's Cut Mod Map vom El Cid. El Cid ist Österreicher, hat vor 2 Jahren die Two Rivers gemacht, beziehungsweise gibt es jetzt die Two Rivers schon ewig. Und die Two Rivers Map, wie wir alle wissen, ist unter den Mod Maps die meist gedownloadete, aktuell bei ca. 128.000 und ein paar zerquetschte. Und er hat sich nochmal quasi von euch, und vielen Dank dafür, dass ihr quasi da nachgebohrt habt, hat er sich nochmal hinreißen lassen und hat uns jetzt eine allerletzte Version mit sehr, sehr vielen Besonderheiten geschenkt. Und wir werden uns diese Version nochmal gerne anschauen. Hier nochmal typisch Two Rivers, diese alten Bilder. Schöne Beschreibung hier schon, Mod aus der Beschreibung ist Wahnsinn. Und wir starten rein, Freunde. Und starten nicht nur rein, beziehungsweise werden uns jetzt nur nicht nur ein bisschen umschauen, doch werden wir eigentlich in Wirklichkeit ganz normal machen. Also hier, diese Mod-Vorstellungen werden jetzt in dem Umfang jetzt nicht mehr so krass werden. Beim LS15, dann wird es mehr. Aber was ich ehrlich sagen muss, ist, dass ich mich sehr freue, was der LSIT dann beim LS15 zaubern wird für uns. Wie gesagt, mit der Two Rivers hat er sie unsterblich gemacht, unter Anführungszeichen jetzt nicht wortwörtlich nehmen. Aber er hat halt mit der Two Rivers für etliche Let's Player eine Map gemacht, die schon ein paar hundert Parts lang benutzt wird, und er hat auch wirklich in Sachen Details und eben Verliebtheit für gewisse Sachen halt da schon wirklich Maßstäbe gesetzt und hat sie wirklich diese 128.000 Downloads absolut verdient. Also das ist jetzt echt was, was du mal erreichen musst und nicht einfach so erreichst. Es ist jetzt nicht nur bei diesem Director's Cut nicht nur eben die Datei im Mod-Ordner, und vor allen Dingen auch, muss man schon sagen muss, ist, dass diese Datei nur eine Datei ist, obwohl da jetzt, wie gesagt, einige Besonderheiten dabei sind, die werden wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen bzw. erwähnen. Und es ist nämlich so, dass auch eine 15-seitige PDF-Beschreibung dabei ist, die Credits sind dabei als PDF-Datei, und was auch sehr schön ist, ist, die größte Erneuerung ist der Soil-Mod, der quasi das Wachstum der Fruchtsorten beeinflusst, und der ist auch noch dabei mit einem Handbuch quasi, also der Soil-Mod ist dabei, dazu später mehr, und eben eine Beschreibung dafür. Das ist ja sehr wichtig, wenn man sich das quasi so beim ersten Mal anschaut, denkt man sich, what the fuck, was für Soil, was ist das? Aber das ist wirklich heftig, Freunde, das ist wirklich heftig. Also ich habe mir den ehrlich noch nicht wirklich reingezogen, weil man gedacht habe, oh, da bin ich nicht mächtig genug dafür, da fehlt mir nur irgendwie 1 oder 2 Skillstufen auf Wissen, dass ich das quasi irgendwie dementsprechend dann begreife. Ich bin ja nicht so der Profi in dem Spiel, und ich würde es auch gerne anderen lassen, diesen Soil-Mod genauer zu erklären, bevor ich da jetzt irgendwie Käse sage. Wow, das war jetzt auch Käse, wie ich mich da verfahre. Es ist schon ziemlich spät, 23 Uhr oder so. Deswegen würde ich gerne einfach nur mal über die Map fahren, die Besonderheiten erwähnen und nur mal zeigen, was das wirklich für eine wunderschöne Map ist. Was mich da gerade ein bisschen schockiert, Freunde, verwundert oder verdutzt, keine Ahnung, war ich schon so lange nicht mehr auf der Map. Hat sich die Map so krass verändert? Bin ich blöd? Naja. Bin ich blöd, kann man jetzt so direkt nicht beantworten. Der Hof schaut absolut anders aus. Also tut es einmal, wo ich noch mit dem Guten und mit Markus auf, und mit dem Kadett, das ist schon länger her, auf Two Rivers unterwegs war, hat der Hof anders ausgeschaut. Aber der ist vollgas geil verbessert worden. Also ich habe ja Erfahrung mit der Map. Ist ja nicht so, dass ich da keine Erfahrung hätte. Beziehungsweise nicht jede Map, die ich vorstelle, stelle ich erfahrungslos vor. Das heißt, mit dieser Map habe ich schon so meine gewissen Stunden gespielt, und die Map hat sich verbessert, irrsinnig geil verbessert. Ich meine, die Versionsnummer ist der unglaubliche Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, 2. irgendwas, 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 irgendwas. Wie gesagt, da kommt keine Version mehr. Das ist L Finish, also L Cid hat jetzt L Finish gemacht. Da gibt es nichts mehr. Es reicht aber nicht, weil die Map nicht geil ist, sondern weil die Map dementsprechend fertig ist. Mehr kann man nicht reinnehmen. Es ist drin der Wassermod, es ist die Map Hose Rev Station drin, es ist der Forstmod verbaut, das kühle Mist Kalkmod verbaut, dieser Shop Straw, diese Strohgeschichte ist verbaut, was da erst erschienen ist. Der Soilmod, wie gesagt, ist verbaut, Mistlager Sand verbaut, Schweinemast Sand verbaut oder ist verbaut, je nachdem wie viel es sind, ich glaube es ist nur eine. Rindermast ist verbaut, Futterlager ist verbaut, Wallpalettenkollektor ist verbaut. Dann haben wir noch Einkauf von Saatgut,
von Kalk und von Dünger. Das ist quasi auch eine Erweiterung, die da mittlerweile so ins Spiel gefunden hat, dass man das selber am Hof karren muss. Das ist aber nicht schlecht. Und was auch sehr cool ist, ist die Möglichkeit zur Umwandlung von losem Stroh und Gras zu Mist. Und vieles mehr. Also wirklich alles drin, was man sich wünscht. Und man sieht es, glaube ich, hoffentlich im Video ganz gut. Es ist wirklich eine Top-Performance. Also da gibt es jetzt kein Lägen, kein Ruckeln, kein Zucken, kein irgendwas, was da irgendwie schlecht auffallen würde, obwohl wir hier wirklich die Feature-Liste voll haben. Das ist schön, das muss man auch dazu sagen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn das kein Vierfach-Map ist, was aber auch nicht sein muss und was absolut, wie gesagt, also es gibt, der Gordon und der Markus machen das schon ein paar hundert Parts lang und im Multiplayer und so weiter und so fort und das reicht vollkommen aus. Es ist wirklich die Map groß genug, dass man da Spaß hat, Details sind drauf, dass man immer wieder was Neues sieht und es ist wirklich was geleistet worden mit der Map, die man so selten nur mehr findet, muss ich ehrlich so sagen, weil ich selber oft gedacht habe, ja, müsst ihr mal auf der Two River spielen, die ist ja richtig geil und richtig geile Details und hin und wieder schon ein bisschen geschrieben mit Nelsit und ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich ein sehr netter Typ, ich meine, vermutlich, aber ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, liegt es daran, weil er Österreicher ist, aber wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich will keine Behauptungen aufstellen, aber er ist Österreicher, das so viel steht schon mal fest und er hat quasi hier ein Stück Österreich nachempfunden für den LS13 und deswegen bin ich ja froh und glücklich, dass er ja, dass er dementsprechend da Mana-Werbung macht. Lecker, Mana wäre jetzt gut, aber wir lassen uns nicht ablenken. Wir hoffen drauf, dass er dementsprechend dann hergeht und auch für den LS15 was macht. Hier gibt es Erdbeeren zu verkaufen, das war schon in den vorigen Versionen immer wieder, diese Verkaufsstellen und diese Bushaltestellen und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, der LSIT hat ein Auge fürs Detail, für die Dekoration hier. Gibt es vermutlich irgendwas zum Essen, wissen wir jetzt gar nicht so genau und wir fahren gleich wieder weiter. Also je länger als man über die Map fährt, desto mehr Details sieht man und das ist schon mal nicht schlecht. Beschäftigt diesmal als Bauer auf jeden Fall auch. Also hier haben wir schauen noch mal kurz rein, wir haben hier leider Gottes, warte mal, bleiben wir so stehen, wir haben hier leider Gottes keine Beschreibung, aber auch eine Beschreibung der Karte liegt beim Entpacken der Datei, die man sich runterlädt. Zum Start haben wir 1, 2, 3 Felder, das ist glaube ich so wie früher, da oben gibt es Tiere und hier unten gibt es Verkaufsstellen, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Ist natürlich ein bisschen schade, dass die Map keine Beschreibung hat, aber die PDA-Map hat eine Beschreibung, das ist schon mal zumindest ausreichend. Wir haben hier sehr, sehr viele Verkaufsstellen, wir schauen es uns einmal an, Freunde. Wir haben hier Bahnhof, Brauerei, wir haben hier Gasthaus und den Hofer, Metzgerei, Mühle, Ölmühle, Ölmühle. Und den Ponyhof, Reifeisen, Zuckerfabrik und das war's schon, das reicht aber auf jeden Fall aus, dass man da länger beschäftigt ist. Ja, sonst gibt's dann leider Gottes nicht mehr allzu viel zu sagen zu der Map, aber wer jetzt, glaube ich, eins muss man schauen, ich meine, ist jetzt noch nicht Schluss, wir fahren noch zur BGA, schauen uns die BGA nochmal an, können erkennen, dass da auch eine neue Brücke, wie gesagt, die war schon ewig nicht mehr auf der Map, ich weiß auch gar nicht, wo der Guten gerade, mit welcher Version aus der unterwegs ist in seinem Let's Play, vermute aber, dass er aktuellste Version installiert hat, werde aber nochmal nachfragen, weil es mich interessiert, eventuell mal gucken, ob ihn irgendwann erreicht, beziehungsweise einfach mal seine Videos reinschauen, wäre auch natürlich, ich glaube Guten hat extrem viel Werbung gemacht für die Map, also Vollgas, soweit, also ich das richtig sehe und deuten kann. Und wir haben hier auch stimmige Texturen, also egal wo man jetzt hinfährt. Oh, da hat sich einiges verändert. Warte, da hat sich richtig, richtig viel verändert, also unglaublich. Es ist wie Zeitreise zurück, wenn man quasi in der Kindheit einmal wo gewohnt hat und nach 20 Jahren zurückkommt, dann schaut es so ähnlich aus wie hier, nämlich komplett anders. Das ist Wahnsinn, also das ist wirklich krass, wie sich da die Map verändert hat mit den Versionen, also es ist wie eine neue Map und das schaut da richtig gut aus nach wie vor. Im Hintergrund hat man die Berge, also so wirklich wie in Österreich, wie in Salzburg und Umgebung dort, das passt alles richtig gut zusammen. Das ist halt wirklich ein Guss quasi vom Profi gemacht und hier hat man schöne Details hier auf der BGA,
Hier kann man erkennen, dass man hier genug Platz hat, genug super Sachen stehen hat, wie zum Beispiel hier diesen wunderschönen Einfüllbunker, der es wirklich leicht macht. Und auch hier Gülletank steht hier rum. Also soweit kann man hier wirklich alles, was man braucht, sowieso dabei. Wie gesagt, also die Besonderheiten auf der Map, das ist schon mal echt nicht schlecht. Auch die Maistextur da vorne, die gefällt mir persönlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie es eingeht, ist natürlich nicht jedermanns Geschmack. Oder vielleicht auch dieses bunte Gras ist natürlich nicht jedermanns Geschmack. Das muss man natürlich so akzeptieren. Aber wäre die Map nicht so, wie sie ist, ich glaube, da würde es nie im Leben so viel Downloadzahlen erreichen. Bei 128.000, Freunde, das ist schon mal, wenn man das in Euro umrechnet, ist schon mal nicht wenig. Das kann man schon mal so quasi feststellen. Also auch hier eben der Bahnübergang, hier fährt nicht nur der Carbon mit dem Traktor, sondern auch die Bahn in unregelmäßigen oder regelmäßigen Abständen, ich weiß jetzt gar nicht, in was für Abständen aus die Bahn fährt, aber sie fährt auf jeden Fall. Und hier hat man Campingplatz, auch alles hier perfekt gemacht und vorbereitet. Ich werde jetzt nur meinen Abstecher machen, hoffentlich ist hier der Forstbereich, ich glaube, dass hier der Forstbereich ist. Wir fahren jetzt nochmal rüber zum Forstbereich, weil mich der wirklich interessiert und ich wirklich nicht weiß, wie der ausschaut. Das würde mich selber nochmal interessieren. Hier haben wir eben die Müllerwiese, den Campingplatz mit dem stylischen Namen Müllerwiese. Ja. Und hier haben wir einen Teich. Das Wasser ist vielleicht der Spur zu transparent. Das mag ich jetzt nicht behaupten. Schaut so aus, als würde der mit seinem Ruderboot schweben. Aber ja, das ist vielleicht auch so ein kleiner Blick. Fangen wir es mir, oh, Radar, hier gibt es Radar, verdammte Axt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie schnell ich unterwegs bin. Hier gibt es einen Steinbruch, oder wie heißt das im Spiel, heißt Sand- und Kiesgrube, Steinbruch, Sand- und Kiesgrube, keine Ahnung, kann man hier eventuell sogar benutzen. Von dem steht jetzt nichts in der Feature-Liste, macht aber gar nichts, es ist aber aktuell geschlossen drauf gestanden, von dem her würde ich schon mal behaupten, dass der aktuell geschlossen ist. Wird er anscheinend jetzt bei Meldes 13 nicht mehr geöffnet, macht aber gar nichts, muss er nicht. Haben sonst genug zu tun, als wie Sand fahren nach B zu fahren. So, Freunde, es schaut so aus, als wäre jetzt hier richtig. Wir fahren jetzt einmal dreist links gleich, beziehungsweise jetzt, wenn es dann geht, müsste da gleich irgendwo hoffentlich die Einfahrt nicht kommen, dann fahren wir gleich hier. Und wir fahren rein in den Forstbereich. Können von der Weite schon erkennen, dass wir hier Forstboden verlegt haben oder hier zumindest vorfinden. Schaut schon mal ganz gut aus und auch Details wie Steine, größere, die ja so eigentlich gar nicht so untypisch sind für einen Forst. Und was wir nur erkennen können ist, dass der Forst gar nicht so klein ist, oder? Also auf jeden Fall groß genug. Hier hat man einen Holzumschlagplatz auch für die Geräte zu parken und wie gesagt sehr sehr viel Forst. Das ist soweit alles wirklich eigentlich, ich will nicht sagen, besser geht's nicht, aber in sich stimmiger, detailreicher und mit dieser Performance und umfangreicher, glaube ich, geht's wirklich dann fast nicht mehr. Und ich würde nur bitten, gebt's der Map, wer es jetzt wirklich noch nicht runtergeladen hat, gebt's der Map eine Chance. Also die Map ist wirklich eine Map, mit der man lange Zeit Spaß haben kann. Oh, geil. Also ich habe es wirklich nicht drauf angelegt, Freunde, und ich glaube, wenn ich jetzt das Gewicht hebe, dann ist der Zauber wieder vorbei. Aber ich habe mich hier, ist geil, ich habe mich hier festgefahren und jeder, der meint, oh shit, ich bin nicht mehr festgefahren, oh schade. Ich habe mir gedacht, ich kann mich hier jetzt festfahren und mich vom Zug überrollen lassen. Aber hier wirklich, ich habe mich wieder festgefahren, Freunde. Das macht mich schon mittlerweile stolz. Ich habe ja erst auf Facebook den Preis gewonnen fürs Festfahren. Da habe ich den ersten Platz gewonnen. Das freut mich wirklich sehr, dass ich wieder mal... Ah, jetzt bin ich wieder weg. Okay, doch kein Band, schade. Aber ja, ich bin schon wirklich also so gut festfahren wie ich. Das muss man schon mal können. Das ist ja schon fast obligatorisch. Das muss ich ja quasi mit reinnehmen. Sonst ist es nicht ein typisches Carbon-Video. Aber hier geht es nochmal raus von der Map, das wäre jetzt quasi, wir sind hier bei der Map-Begrenzung angekommen. Ich glaube, wenn ich es nicht wirklich gesagt hätte, wäre es ja gar nicht aufgefallen, wenn ich da so rüberschaue. Das kann man ja schon mal lassen. Also das ist jedenfalls schön abgedeckt, die Map-Begrenzung. Also finde ich jetzt wirklich sehr, sehr passend, stimmig und ganz gut gemacht. So, dann geht es wieder rein und ich würde vorschlagen, Freunde,
ihr macht es nochmal in Elsit als Abschiedsgeschenk den Gefallen, beziehungsweise eigentlich selber eigentlich den Gefallen, der Elsit hat schon genug Downloads, aber ihr selber macht euch den Gefallen zum Abschluss dann schon von LS13, beziehungsweise LS13 ist ja noch gar nicht abgeschlossen, aber jetzt erscheint dann wirklich bald LS15 und ihr könnt nochmal diese Map richtig geil spielen die letzten paar Tage und wenn ihr dann Bock habt, auch noch länger und ladet euch die Map runter. Map-Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, Freunde. Hoffentlich habe ich nochmal so einen kleinen, wunderschönen Einblick von dieser Map geben können. Und wir sehen uns hoffentlich dann spätestens beim LS15 wieder, wenn nicht vorher nur ein paar geile Maps kommen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.